Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen für den Game Boy Advance. Ja, ich muss ja jetzt diese Passage hier gerade nochmal machen. Und muss da jetzt erstmal wieder einigermaßen reinkommen. So. Es ist bei mir mal wieder relativ früh am Morgen. Was heißt relativ? Halb 10 ist jetzt gerade. Und ach, schade. Ich habe gedacht, ich kriege das vielleicht hin, dass ich da direkt drauf gehe. Okay. Ich versuche das Ganze jetzt gerade hier ein bisschen langsamer und vorsichtiger anzugehen, damit ich vielleicht nicht ganz so viele Versuche brauche. Ich glaube, dass diese Passage gar nicht so sehr lang ist. Warum geht es jetzt nicht? Ah, okay. Insgesamt ist es jetzt natürlich ein Spiel, bei dem man nicht so sehr viel über die Story oder sowas reden kann oder wie schön irgendwas gemacht ist oder so, weil es doch in weiten Teilen einfach nur darauf abzielt, dass man diese Rätsel hier bewältigt. Ja, ich weiß, ich hätte da gerade auch direkt gerade rüberrennen können. Aber wie gesagt, ich gehe da jetzt gerade lieber auf Nummer sicher. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Kann ich da irgendwas machen? Moment. Muss ich jetzt gerade mal gucken, weil ich weiß gerade überhaupt nicht. Er hat jetzt aber irgendwas getroffen, ne? Oh Gott. Und jetzt hier? Ich habe gerade keine Ahnung. Oh nee. Ach Mensch, jetzt war er einfach noch nicht dicht genug dran. Ah, es ist schon ein bisschen lästig, muss ich sagen. Nein, ich will jetzt hier gar nicht rumnölen die ganze Zeit. Ich weiß, ich tue es trotzdem. Also vor allem muss ich zusehen, dass ich hier was sehe. Das habe ich ja soweit begriffen. Also, und dann, dass ich ja erst hier rum muss. Das weiß ich auch. Wobei ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, was der Schalter bewirkt. Aber das hatte ich jetzt noch so im Kopf. Und dann hier hoch. Und dann muss ich auf jeden Fall. Irgendwie heil darüber kommen. Ja. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, reicht das vielleicht, wenn ich das jetzt hier. Da passiert nichts. Und eigentlich brauche ich doch diese Aufzüge nur, um dann darüber zu kommen. Ich lasse das jetzt einfach mal so und guck mal, ob das reicht. Das war jetzt gerade Glück, dass ich da nicht einfach losgelaufen bin, weil ich ja nichts mehr gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt okay war, was ich gemacht habe. Oder ob ich da noch mehr hätte tun müssen. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich gehe jetzt mal hier rüber. War hier nicht auch mal irgendwie noch ein Aufzug? Oh, Mist, da ist auf jeden Fall eine Truhe. Oh, mit einem Schokofrosch. Oh, den hätte ich ja schon gern. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ich gucke jetzt mal eben. Weiß nicht. Irgendwie geht es ja hier wahrscheinlich weiter. Wahrscheinlich muss ich da ganz oben rum. Weil hier kommt jetzt ja keine Plattform, so wie es aussieht. Oder hätte ich da nochmal irgendwo links rumgekonnt? Oh, ich bin total verwirrt gerade. Entschuldigung. Hier bin ich ja, glaube ich, hier. Nee, hier bin ich hergekommen. Ja, dann kann ich doch jetzt hier lang gehen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt mal hier entlang. Ach ja, okay, das war das hier.
Ja, okay. Ja gut, dann weiß ich, wo ich bin, aber ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Also muss ich wohl hier oben in den Raum? Oh nee, komm jetzt. Oh nee. Ah. Ach ja, dieses Bücherregal. Das war doch das hier dann, oder? Ja, genau. Moment, ich prüfe. Ja, da tut sich gerade gar nichts. Also diese Plattformen muss ich halt in Bewegung kriegen. Dann gucke ich jetzt nochmal, ob das ausreicht, wenn ich das hier auf die Entfernung anschieße. Obwohl ich da nicht gesehen habe, was ich eigentlich tue. Ach, ist das. Ah, nee. Oh, bin ich froh, wenn ich die Passage hier rum habe. Und dann kommt die nächste, bei der ich dann auch wieder froh bin, wenn ich sie hinter mir habe. Okay, der bewegt sich nicht. Ach, Mann! Das Spiel verzeiht überhaupt nichts. Es verzeiht keine einzige Unachtsamkeit. Ich meine, okay, das war jetzt tatsächlich gerade mein Fehler, aber trotzdem. Dann ist man einen Tick zu spät dran und dann darf man halt wieder alles von vorne machen. Das habe ich jetzt gemeint. Da könnte ich ja auch da links rum. Ah, okay. Ja, ich sehe schon. Ich weiß schon, das ist die Plattform, wo ich dann wieder nach oben zurückkomme. Ja, ich hätte hier gleich direkt drüber gekonnt, ich weiß. Ja. Oh, ey, das gibt es nicht. Das ist doch nicht wahr. Oh, ist das nervig. Verdammte Kacke. Tut mir leid, dass ich da schon wieder früh am Morgen so am Fluchen bin. Aber das war jetzt echt, das war ein Millimeter, wenn überhaupt. Das ist doch zum Kotzen. Und das meine ich eben. Das hatte ich ja schon mal angesprochen, was so diese Rätselschwierigkeit angeht. Die Rätsel sind nicht schwer rauszukriegen, was man tun muss. Man muss halt ein bisschen rumprobieren oder sowas. Es ist jetzt nicht schwierig, was das Denken oder so angeht. Es ist noch nicht mal schwierig in der Umsetzung, aber es ist frustrierend, weil man halt so schnell eben zum Beispiel abstürzt und dann alles von vorn machen muss. Also schwierig, nein. Nervig, frustrierend, ja. So, jetzt bin ich wieder an der Stelle. Jetzt gucke ich mal. Okay, ich habe wieder irgendetwas getroffen und weiß nicht was. Okay. Da hatte ich jetzt gerade wohl ziemlich Glück. Okay, das wäre geschafft. Ich lasse jetzt mal die Truhe Truhe sein, weil ich kann zwar den Schokofrosch da theoretisch rausholen, aber ob der mir jetzt dann wirklich was, ob ich da jetzt hinkomme, das weiß ich eben nicht. Ich will jetzt mal gucken, ob jetzt das bei dem Bücherregal, ob ich da jetzt weiterkomme, ob sich da jetzt die Plattformen bewegen. Nicht wirklich, ne? Oh, was ist das denn? Wie komme ich denn da nochmal hin? Gar nicht, ne?
keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was richtig oder falsch ist. Ja, ich muss wohl doch hier oben entlang. Ich wollte jetzt nur ein Stückchen nach oben fahren und nach links. Ey. Ja, ich glaube, ich habe ich gerade rausgekriegt, wo ich weitermachen muss, aber... Halbe Folge rum, nichts erreicht. Es ist einfach nur zum Kotzen. Klar kann man das in einem Zug durchrutschen und so weiter, wenn man da natürlich die Übung hat und das ein paar Mal gemacht hat und da echt fit ist oder so. Aber so ist das jetzt gerade echt nervig. Es ist jetzt auch keine... Ja, ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit motzen, aber es ist jetzt auch keine total schöne Spielatmosphäre. Also, die ich jetzt zum Beispiel bei der Game Boy Color Version hatte, wo es einfach Spaß gemacht hat, durch die Schule zu laufen und zu erkunden und alles. Es ist halt alles so ein bisschen lieblos gemacht und... Ja, haut mich da jetzt so gesehen überhaupt nicht vom Hocker. Hallo? Das... Nein, nein, nein. Ja, ich weiß. Es ist jetzt zu spät losgelaufen, weil ich noch am Zaubern war. Aber, oh Mann. Nein, ich gebe jetzt nicht dem Spiel die Schuld oder sage es so, scheiß Spiel oder so. Es ist natürlich meine Schuld, weil ich das nicht richtig vernünftig mache, aber... Ich muss sagen, es ist ja nichtsdestotrotz... Ups. Ein Harry Potter Spiel und kein, keine Ahnung, kein Rätselspiel, wo es um, oder, beziehungsweise, wenn man ein Harry Potter Spiel spielen will, dann will man ja vor allem die Atmosphäre und die Thematik haben und nicht einfach nur ein bloßes Geschicklichkeitsrätselspiel oder sowas, das dann eigentlich mit der Handlung oder so gar nichts zu tun hat. Ich bin nur am Rumkriddeln, ich weiß. Es gibt bestimmt viele Leute, die das Spiel total toll finden. Ich hoffe einfach, dass dann die nachfolgenden Teile da ein bisschen kreativer gemacht wurden. Das ist ganz toll, wenn gerade mitten im Laufen das Licht quasi ausgeht. So. Ja, jetzt war ich zu spät. Okay. Ja, so weit war ich schon mal. Ja, da möchte ich jetzt rüber. Ohne zu wissen, ob mir das was bringt, aber ich kann bei der Gelegenheit mal gucken, wo ich da oben ankomme. Ah, geht's dann da weiter, oder was? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt da erstmal nach links. Und mal gucken, ob ich hier mit dem Abiforce... Da habe ich jetzt gerade was in Bewegung gesetzt. Okay. Das sind die drei Plattformen. Okay. Da will ich hin. Und jetzt muss ich da nur noch heil hinkommen. Oh ja, ich weiß, ich hätte gleich nach unten weiterlaufen können. Habe ich mich jetzt nicht getraut. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht gerade direkt abgestürzt bin. Ich weiß nicht, ob ich hier oben lang muss oder lang sollte. Aber
Wenn das jetzt einfach nur ein alternativer Weg zu dem Schalter ist, den ich vielleicht schon betätigt habe, möchte ich mir das ganz gerne sparen. Deshalb. Okay, jetzt muss ich nur noch hier halt rüberkommen. Am liebsten würde ich jetzt gleich wieder speichern, damit ich das nicht alles nochmal machen muss. Wieso ist das Regal? Weil das Fass da drüber gerollt ist. Das ist ja merkwürdig. Okay. So. Ja, jetzt muss ich da ja eigentlich nur heil rüberkommen, ne? Das war aber haarscharf. Die dritte Plattform war ziemlich schnell unterwegs. Ich sehe nichts. Oh, ich hab's geschafft. Oh, wir sehen jetzt den Spiegel in der Hegeb. Sagt er auch was? Mama, Papa? Nun, Harry, wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels in der Hegeb entdeckt. Ich kann meine Eltern in ihm sehen. Der Spiegel zeigt uns unseren tiefsten Herzenswunsch. Allerdings gibt uns dieser Spiegel weder Wissen noch Wahrheit. Aber meine Eltern? Es ist nicht gut, wenn wir unseren Träumen nachtrauern, Harry. Der Spiegel kommt morgen an einen neuen Platz. Du kennst dich jetzt jedenfalls aus, wenn du jemals auf ihn stoßen solltest. Ich schlage dir jetzt vor, wieder nach oben in den Gemeinschaftsraum von Gryffindor zu gehen. Du müsstest jetzt eigentlich einfacher in den siebten Stock kommen. Ja, hoffentlich. Darf ich ihm jetzt hinterhergehen oder? Diese Tür ist verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ja, oh, bin ich froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich da jetzt nicht nochmal. Hoppla. Furchtbar viel rumsuchen muss. Jetzt weiß ich halt nicht, was meint er mit einfacher? Kann ich jetzt einfach hier die Treppe hochgehen oder soll ich jetzt hier diese verschlossene Tür nehmen, die nicht mehr verschlossen ist? Ich bin erwischt worden. Okay. Dann hat sich das schon erledigt. Also beziehungsweise. Das ist, glaube ich, der Weg, den ich vorher gegangen bin. Und jetzt nehme ich halt diesen hier, was dann einfacher ist. Ich muss mal kurz rauskriegen, in welchem Stockwerk ich bin. Im sechsten. Kann ich jetzt dann einfach durchmarschieren? Noch eine Treppe hoch und das war's. Das wäre ja schön. Sieht gut aus. Vertrauensschüler. Ich glaube, links war der Gemeinschaftsraum. Jetzt weiß ich das gar nicht mehr genau. Ja, ich bin im siebten Stock. Wo ist der Gemeinschaftsraum? Ich guck mal auf die Karte, vielleicht. Ah, dann ist er wohl doch rechts, ne? Ich weiß es halt jetzt tatsächlich nicht mehr. Hier, oder? Ja. Schweineschnauze, genau. Ich würde es total gerne speichern. Hallo Harry, wo hast du so lange gesteckt? Ich dachte schon, Snape hätte dich erwischt. Ich habe Dumbledore getroffen. Oh je, wie viele Strafpunkte hast du bekommen? 5, weil ich von einem Vertrauensschüler erwischt wurde. Eigentlich gar keine. Ich habe mich im fünften Stock verirrt und bin zufällig in einen Raum gelangt, in dem ein Spiegel stand. Super Sache. Bist du stehen geblieben und hast dir deine Haare gekämmt? Der Spiegel trägt den Namen Nahegeb. Ich konnte meine Eltern in ihm sehen. Ich glaube, Dumbledore wollte mir zu verstehen geben, dass ich dem Spiegel möglicherweise noch einmal begegnen könnte. Am darauf folgenden Morgen. Es ist einfach fantastisch. Hör auf mit deinem ewigen Fantastisch. Dass du es letzte Nacht geschafft hast, die Energiebaumrinde zu besorgen, Harry. Noch gerade rechtzeitig für den Zaubertrankunterricht heute Morgen. Los, lass uns gehen. Also, wir dürfen zum Zaubertrankunterricht. Das Schöne ist, dass wir jetzt tagsüber natürlich durch die Schule rennen können, ohne dass wir aufpassen müssen, erwischt zu werden. Und jetzt speichere ich erstmal ab. So. Jetzt habe ich natürlich wieder miese gemacht, ne? Oh ja, gar nicht mal so wenig. 20 Minuspunkte. Bin ich so oft erwischt worden. Echt jetzt. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin bereits im Kerker. Das ist ja praktisch. Dann können wir ja quasi in der nächsten Folge hier weitermachen. Ich will mich nur schon mal in Position bringen.
Ach ja, hier geht's zum Zaubertränkelager. Und ich muss, glaube ich, ganz nach links. Ja. Sind wir hier richtig? Klassenraum Zaubertränke, genau. Ah, ich weiß, hier war doch auch noch irgendwo so ein Durchgang, wo der Weg versperrt war. Und jetzt kann ich ja mit dem Aviforce-Zauber theoretisch diese Sperre wegkriegen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo das war. Schon irgendwo hier in der Gegend. Vielleicht ist das jetzt auch irgendwo, wo eine verschlossene Tür ist. Ich dachte jetzt nämlich, das wäre ein Stückchen weiter unten gewesen. Und da war jetzt gerade die Tür zu. Ja. Wie auch immer. Gehen wir schon mal rein und schauen, was er von uns will? Ja, oder? Das können wir schon mal machen. Ich finde es bemerkenswert, dass nur 3 Schüler geschafft haben, alle 4 Zutaten für den Mega-Power-Trank zu finden. Tatsächlich sehr bemerkenswert, Potter. Vielleicht könnt ihr beiden, Ron und Hermine, uns einmal erzählen, wie ihr an die Energiebaumrinde gekommen seid. Nun, ich habe sie gekauft. Ach so, wo denn genau? In der Winkelgasse, als ich das letzte Mal da war. Sehr gut, Potter. Ich glaube dir, obwohl andere das wahrscheinlich nicht tun würden. Ich sollte dich trotzdem im Auge behalten. Es wäre wirklich sehr erfreulich, wenn ihr jetzt noch den Mega-Power-Trank zubereiten könntet. Du kannst nun jederzeit zu diesem Kessel zurückkehren, um deine Gesundheit und dein Durchhaltevermögen mit diesem wirkungsvollen Gegenmittel, dem Mega-Power-Trank, aufzuladen. Als nächstes habt ihr Zauberkunst bei Professor Flitwick. Der Unterricht ist beendet. Los, komm, Harry, es ist Zeit für den Zauberkunstunterricht im 2. Stock. Du hast den Mega-Power-Trank gemixt. Sogar Snape kann nicht umhin zu sagen, dass du die Prüfung sehr gut gemeistert hast. Das wage ich doch sehr zu bezweifeln, dass Snape da so zugänglich wäre. Ich wollte Snape nicht anzaubern. Ich wollte diesen Mega-Power-Trank benutzen, um mich zu heilen. Aber anscheinend darf ich das jetzt nicht. Das ist schade. Ich gucke gerade nochmal hier, ob ich da noch irgendwas finde. Das hier, das habe ich gemeint, diesen Raum. Ich gucke mal eben, ob ich da vielleicht... Ja, tatsächlich. Da kann ich mir hier nicht den Weg frei machen. Oh, das war jetzt nicht gut. Ich will nur gucken, was es hier gibt. Oh, will ich das? Will ich hier rumprobieren? Das war doof von mir. Egal. Ja, hier ist jetzt der Mega-Power-Trank. Und er hat auch gesagt, ich kann jederzeit hierher kommen, um mich zu heilen. Und wie mache ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin definitiv nicht geheilt. Kann ich hier eigentlich nochmal rein? Nee. Moment. Frage, kann ich... Halt. Wenn ich jetzt hier durchschalte... Da ist tatsächlich dieser Mega-Power-Trank. Aber ich kann ja hier nichts anwählen oder so. Ich kann die Flöte spielen. Ich kann durch die Zauber durchschalten. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den Trank benutzen kann. Ich gehe mal eben raus und nochmal rein. Weil ich möchte es schon gerne rauskriegen. Das ist ja blöd, wenn... Ach so, soll ich mal mit dem reden? Hast du wohl beim weiteren Brechen... Ja, der meint wohl, dass ich im Menü mehr Mega-Power-Trank hier holen kann. Aber ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. Das tut mir leid. Da tut sich überhaupt nichts, wenn ich hier irgendwas auswähle. Durchschalten, ja. Aber dann kann ich nichts weitermachen.
Das hätte ich jetzt schon gerne mal in Erfahrung gebracht, wie das geht. Ich habe es jetzt mit allen Knöpfen versucht. Ich meine, so viele gibt es hier ja nicht. Wo soll ich jetzt nochmal hin? In Zauberkunstunterricht, gell? Ich meine, okay, solange ich noch Bohnen finde und alles, ist es ja in Ordnung, aber ja, es ist schon ärgerlich, wenn man das nicht weiß. So, sehr gut. Ein Buch zum Abspeichern, das nutzen wir natürlich nochmal. Ich habe natürlich schon wieder miese gemacht, ja, weil ich aus Versehen Snape angezaubert habe. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zum Zauberkunstunterricht zu Professor Flitwick und lernen mit Sicherheit wieder einen neuen Zauber. Bis dann. Tschüss.